Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schwestern und Brüder, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Ostersonntag hier auf der Insel Sylt. Videoandacht aus der Friesenkapelle. Und über dieser Videoandacht steht der österliche Gruß. Der Herr ist auferstanden. Und jetzt antwortet ihr mir, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Diese Worte werden uns heute im Gottesdienst begleiten. Es sind Worte, die der Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief geschrieben hat. Uns allen wünsche ich ein gesegnetes Osterfest. Amen. Heutigen Sonntag an Ostern steht geschrieben im Johannesevangelium im 20. Kapitel. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin, und Thomas war bei ihnen. Kommt, Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Ich reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja! Ist vergeben, Halleluja.
Die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schwestern und Brüder, eine kleine Geschichte will ich euch erzählen an diesem Ostersonntag. Ich bin unterwegs mit Claudia und Claudia ist empört. Worte, sagt sie, nichts als Worte. Der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Dass du das immer noch von der Kanzel mit einem Lächeln sagen kannst, in dieser Zeit. Es ist ein lauer Frühlingstag. Wir sind auf dem Weg von Hörnum nach Rantum. Auf der Wattseite begegnen uns kaum Menschen. Es ist Ostern, antworte ich. Das ist der Gruß, mit dem wir Christen uns am Ostermorgen begrüßen. Claudias Zorn ist keineswegs besänftigt. Im Gegenteil. Dann solltet ihr euch einen neuen Gruß einfallen lassen. Von Auferstehung spüre ich nichts, weder im Großen noch im Kleinen. Ostern sollte ein paar Jahre ausgesetzt und der Karfreitag sollte ein paar Jahre verlängert werden. Solange, bis die Menschheit zur Besinnung gekommen ist und endlich aufhört zu foltern und zu morden. Claudia hatte ich vor 15 Jahren kennengelernt. Sie war glücklich, endlich die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben. Sebastian ist im Januar nach langem Kampf gegen den Krebs gestorben. Claudia arbeitet in der Flüchtlingshilfe als Psychologin. Und täglich hört sie Geschichten von Gewalt. Sie hat darüber den Glauben an Gott und Menschlichkeit verloren. Ich sage, der Herr ist auferstanden, das bedeutet, dass der Karfreitag eben nicht das letzte Wort hat. Das letzte Wort hat nicht der Mensch, der alles Mitgefühl verloren hat, sondern das letzte Wort hat Gott, der uns das Leben geschenkt und gelehrt hat. Claudia entgegnet, Worte, nix als Worte. Wo ist denn dieser Gott in unserer Welt? Er nimmt mir meine Liebe und mein Glück und er schickt mir jeden Tag Frauen, Kinder und manchmal auch Männer, die überlebt haben, deren Seelen aber geschunden sind, so sehr, dass sie nicht mehr lachen und manchmal kaum noch aufstehen können. Wo ist er denn, der Auferstandene und der lebendige Gott? Ein Vogelschwarm zieht über uns hinweg. Er ist hier, antworte ich. Ich glaube fest daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, in einer Zeit, da sich die Welt nicht geändert hatte. Auch in seiner Zeit verrichteten die Folterknechte noch immer ihr Werk. Die Henker mordeten, die Denunzianten verrieten Nachbarn und Freunde und Menschen starben, und Menschen wurden krank. Und in diese Zeit hinein setzte Jesus ein Zeichen. Seht her, Gott der Lebendige ist mitten unter euch. Es ist wahr, sagt er, die Welt ist zwar wie sie ist, aber in dieser Welt lasse ich euch nicht allein. Ich bin da. Darum vertraut und lebt. Wir setzen uns in den Sand, schauen hinüber auf die Inseln am Horizont. Claudia ist nicht überzeugt. Wie, sagte Thomas, erzählt sie, wenn ich ihn nicht sehe, den Jesus, dann kann ich nicht glauben. Ich habe ihn nicht gesehen. Und wenn du jetzt sagst, selig sind, die nicht sehen und dennoch glauben, dann muss ich dir sagen, ich bin nicht selig. Tränen in ihren Augen. Ist es Wut, Traurigkeit oder beides? Wie solltest du auch, sage ich. Selig bedeutet glücklich. Und das größte Glück in deinem Leben hast du verloren. Sebastian war ein großartiger Mensch. Claudia sagt, ja, das war er. Aber genug davon.
Hilf mir wenigstens zu verstehen, wenn ich schon nicht glauben kann. Hilf mir zu verstehen, dass dieses der Herr ist auferstanden mehr ist als nur eine fromme Phrase. Schweigen. Und dann antworte ich, ich will mir eine Welt ohne Gott nicht vorstellen. Ich will mir aber auch nicht vorstellen, dass Gott einverstanden damit ist, dass Menschen einander quälen, dass Sebastian den Kampf gegen den Krebs verloren hat und Glück und Unglück auf Erden ungleich verteilt sind. An einen solchen Gott kann und will ich nicht glauben, denn das wäre ein zynischer Gott. Claudia unterbricht mich und sagt, genug, genug der Einleitung. Was Gott alles nicht ist, das habe ich verstanden. Aber jetzt sag, wie es ist mit Gott, dem Lebendigen in dieser Welt. Und sag das nicht so allgemein, sondern gern etwas konkreter, damit auch ich etwas damit anfangen kann, in meiner kleinen Welt und in meiner großen Welt. Wenn ich heute Abend wieder die Bilder sehe aus der Welt. Ich sage, das Osterfest bedeutet für mich jedes Jahr Leben. Es ist für mich wie eine Erinnerung, als würde Gott zu mir sprechen, als würde er sagen, Rainer, denk daran, was ich, dein Gott, will. Ich will, dass du lebst. Ich will nicht, dass du funktionierst wie ein Uhrwerk, dass du nur Anforderungen bestehst und Aufträge abarbeitest. Ich will nicht, dass du morgens aufstehst und am Abend kaum weißt, was am Tag gewesen ist. Nein, ich will, dass du lebst, jeden Tag, jede Stunde, und dass du bewusst tust, das, was du tust. Ich will, dass du dich morgens freust, dass du aufstehen darfst, dass du dich freust auf die Begegnung mit Menschen, mit der Natur und ja auch auf die Begegnung mit dir selbst und all dem, was in dir steckt an Fantasie und Schaffenskraft. Denn ich, dein Gott, ich habe dir das Leben geschenkt. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Für mich ist das eine Parole gegen den Karfreitag, gegen alles, was diese Welt verdüstert. Eine Vergewisserung, nicht allein zu sein im Kampf für dieses Leben. Gott ist mitten unter uns. Das Kreuz hat er auf sich genommen, aber bei den Toten ist er nicht geblieben. Er hat dort in dem Totenreich für jede Einzelne und jeden Einzelnen gekämpft, um sie mit sich zu ziehen in sein Reich des Lebens. Und er ist zu uns Lebenden zurückgekehrt, damit wir seine Botschaft weitertragen. Damit wir nicht nur die Zeichen des Kreuzes in dieser Welt wahrnehmen, die unübersehbar sind, sondern damit wir auch deutlich wahrnehmen, wo in uns und in dieser Welt das Leben steckt. Ostern feiern wir das Leben. Claudia und ich stehen auf und gehen den letzten Kilometer. Claudia sagt, so, so, Ostern feiern wir das Leben. Das hört sich ganz gut an. Klingt fast ein bisschen nach Trotz und nach Widerstand. Ja, sage ich nickend, Glaube ist für mich verbunden mit Trotz. Denn tatsächlich habe ich keine Antwort auf das Warum. Warum es in dieser Welt so viel Leid gibt. Doch in jeder Taufe und in jeder Hochzeit erkenne ich diesen Gott des Lebens. Diesen Gott, der Ja zu uns Menschen sagt, und wir mit unserem Leben sagen da Ja zu Gott. Und das begründet für mich dieses Urvertrauen. Dass zwei Menschen einander das Glück haben, lieben zu dürfen und geliebt zu werden, das ist für mich ein Zeichen, dass es das gibt, Leben, wie Gott es gemeint hat. Und dass wir beide heute hier unterwegs sind, und keinen Smalltalk halten, sondern miteinander reden über das, was uns im Innersten bewegt. Und dass wir hier zusammengehen dürfen, an einen Ort, den Gott uns geschenkt hat,
Auch das bedeutet für mich Leben. Und wenn ich die Gemeinde begrüße mit der Herr ist auferstanden und die Gemeinde erhebt sich und steht aufrecht und antwortet, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, dann weiß ich, ich bin mit diesem Glauben und mit dieser Wahrnehmung von Gott und Welt nicht allein. Er ist mitten unter uns. Und diese Hoffnung macht mich stark. Sie macht mich stark heute und ich hoffe auch, wenn dunkle Tage kommen. Wir beide haben nun Rantum erreicht und ein Café mit Garten gefunden. Und als wir uns setzen, sagt Claudia, verstanden habe ich es. Und jetzt wünsche ich mir, dass ich es auch glauben kann. Der Herr ist auferstanden. Und ich antworte, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Schwestern und Brüder, gemeinsam lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Am Ende dieser Videoandacht bitten wir um eure Kollekte. Und die Kollekte heute am Ostersonntag, die ist bestimmt für Brot für die Welt. Brot für die Welt unterstützt Menschen, die zu wenig haben zum Leben, an Essen, an Trinken und zu wenig haben für ihre Seele, Menschen in Not. Diese Menschen unterstützt Brot für die Welt mit Projekten, unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Gott segne Geber und Gaben
nach seiner Barmherzigkeit. Amen.